Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es sind in den letzten Tagen neue Informationen zu GTA 6 rausgekommen, die sehr interessant sind. Es zeigt uns eventuell, wie wir GTA 6 uns vorstellen können, beziehungsweise wie das Spiel aussehen wird. Ach Leute, was gibt's Schöneres während der Corona-Zeit, in der schweren Phase, im Lockdown, über GTA 6 zu spekulieren und Informationen zu besprechen. Und wenn du nichts mehr verpassen willst im Bezug auf GTA 6, nur ein Teil der Familie sein willst, dann abonniere diesen Kanal. Hier bist du immer auf dem neuesten Stand, wenn es ums Thema GTA 6 geht. Zudem kannst du mir auf Instagram folgen, dort heißt GTA63. Dort kündige ich immer Livestreams an und interagiere mit euch. Und ihr könnt mir Informationen zuschicken, mir schreiben, ich antworte wirklich jedem. Also seid ein Teil der besten GTA 6 Community, die es momentan auf der Welt hier gibt. Zudem haben wir jetzt einen neuen Kanalmitglied bekommen, der mir ein Geschenk machen wollte und im Livestream einfach den Ehrenmann-Paket ausgewählt hat. Wir begrüßen Dave44er, geiler Name, als ein neuer Mitglied und ich bedanke mich bei dir für deinen geilen Support. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass auch du dich dazu entschieden hast, mich finanziell zu supporten. Liebe euch einfach. Euer Support ist so krass und ich habe einfach die beste Community, die es auf YouTube geht, wenn es ums Thema GTA 6 geht. Danke, mein Bruder. Aber kommen wir jetzt erstmal zu dem Thema, was wurde da denn geschrieben? Ein Twitter-User, der PlayStation Leaks und Informationen raushaut, beziehungsweise es ist ein PlayStation Account, hat Informationen zu GTA 6 rausgehauen und natürlich wurde das auch als Gerüchte deklariert. Also Leute, wie gesagt, Gerüchte sind natürlich immer noch Gerüchte, es ist nichts Offizielles, es sind einfach Anhaltspunkte, wie wir uns eventuell GTA 6 vorstellen können. Schauen wir uns mal an, was er geschrieben hat. GTA 6 soll laut diesem Leak hier in zwei Zeitspannen spielen. Einmal im Retro-Style, also in den 70ern bis 80ern, und einmal in der modernen Zeit. Und dass GTA 6 in der Vergangenheit spielen soll, ist einer der Leaks, das am meisten auftritt. Und ich denke mal, da ist auch was Wahres dran. Aber ich denke nicht, dass die gesamte Story in der Vergangenheit spielen wird. Ich habe auch immer gesagt, ich denke, wenn das so passieren wird, dann wird es nur im Prolog so sein, beziehungsweise eher am Anfang der Story. Dass wir rangeführt werden wie in GTA 5 und im Laufe der Story werden wir dann auch in der Gegenwart ankommen. Er hat noch geschrieben, es werden zwei spielbare Charaktere sein, aber hierbei müssen wir darauf achten, Leute, es wird nur ein Charakter sein. Der eine Charakter wird aber in zwei Zeiten spielen. Das heißt, wir werden am Anfang eventuell einen jüngeren Charakter spielen und im Laufe der Story bzw. am Ende der Story wird dieser Charakter altern. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so wie in RDR 2 sein wird. Wie auch eben gesagt, dass der Prolog in der Vergangenheit spielt oder vielleicht sogar die ganze Story in der Vergangenheit spielen wird. Und nachdem wir die Story durchgespielt haben, wird unser Charakter älter sein und am Ende werden wir dann den alten Charakter spielen. Ich weiß aber nicht, was ich davon halten soll, Leute, ja? Weil sagen wir mal so, wir spielen in den 70ern, 80ern und unser Charakter ist ungefähr 20 Jahre alt, ja? Und im Laufe der Story soll ja die Geschichte in der Gegenwart ankommen. Das heißt, es muss 30, 40 Jahre später stattfinden. Wie alt soll dann der Charakter sein? Ja, wenn wir die Story durchgespielt haben. 60 Jahre alt, 70 Jahre alt und wer hat Bock überhaupt mit einem alten Charakter Autos zu klauen, durch die Welt zu reisen? Das ist eine Sache, da muss Rockstar Games aufpassen, wenn sie das machen wollen, dass der Charakter nicht zu alt wird. Ich finde es ein bisschen merkwürdig und ich bin mir auch nicht sicher, ob Rockstar Games sowas machen würde, einen älteren Charakter einzuführen, der im Laufe der Story, wie gesagt, älter wird. Einerseits kann man aber auch sagen, die Story interessiert Rockstar Games nicht mehr so stark wie früher. Ich meine, wenn man das Spiel durch hat, hat man das Spiel durch. Nach der Story spielt man sowieso nur noch den Online-Modus und da kommt es ja auf Rockstar Games drauf an. Ich meine, die ganzen Story-Spiele, ja, sie haben auch immer ganz komische Enden oder ich sag mal so Enden, womit jeder nicht zufrieden ist, aber im Endeffekt kommt es auf den Online-Modus drauf an. Man spielt eventuell die Story einmal, zweimal und das war's dann auch. Der Hauptpunkt bzw. der Modus, womit Rockstar Games am meisten Geld verdienen wird, ist einfach der Online-Modus. Und genau hier ist die Gegenwart sehr, sehr wichtig. Wenn der Online-Modus auch wie hier in den 80ern spielen wird, dann ist Rockstar Games mit der Zeit sehr eingegrenzt. Sie können zum Beispiel nicht die neuesten Fahrzeuge reinmachen. Sie müssen immer auf die Vergangenheit zurückblicken und überlegen, macht das denn Sinn, wenn wir zum Beispiel ein fliegendes Auto einbauen? Sowas wäre in den 70ern, 80ern gar nicht möglich. Natürlich in der Gegenwart hier auch nicht, aber es ist ein fiktives Spiel. Und in der Gegenwart in GTA würde das viel mehr Sinn machen, als wenn das in der Vergangenheit spielen würde. Auch in Bezug auf die Waffen sind sie sehr eingeschränkt, wenn es in der Vergangenheit spielt. In der Gegenwart können sie sich austoben, wie sie wollen.
Deswegen würde ich sagen, dass die Story wirklich am Anfang in der Vergangenheit spielt, aber im Laufe der Zeit kommen wir, wie gesagt, in der Gegenwart an, denn die Gegenwart ist für den Online-Modus sehr, sehr wichtig, damit Rockstar Games kreativ sein kann, um ihre Sachen, Inhalte hinzuzufügen, so wie sie es wollen, ohne zeitlich eingegrenzt zu sein. Was mich interessieren würde, Leute, würdet ihr es feiern, wenn der Charakter am Ende der Story 60, 65 Jahre alt sein wird? Ich meine, wenn man die Zeit von Anfang an bis zum Ende mitverfolgt, baut man natürlich eine Bindung zum Charakter auf. Es wäre auf jeden Fall emotional sehr, sehr geil. Aber wie gesagt, es macht doch keinen Spaß, als Opa Autos zu klauen, gegen die Polizei anzukommen, was weiß ich was. Ich finde, zu einem GTA passt am besten ein jüngerer Charakter zwischen 30 bis 40 Jahre alt. Des Weiteren hat er geschrieben, dass wir zwei Maps haben werden in zwei Epochen. Und das ist ja auch ganz klar. In der Vergangenheit wird die Map anders aussehen als in der Gegenwart. Da werden eventuell Gebäude fertiggestellt oder es werden Gebäude hinzugefügt, die damals in der Vergangenheit auf der Map noch gar nicht da waren. Das wäre auf jeden Fall ziemlich geil, denn dann hätte man die Chance, nach der Story die Map nochmal neu zu erkunden, weil neue Sachen hinzugekommen sind. Die Leute würden sich ganz anders kleiden, es wären neue Autos auf jeden Fall da, neue Gebäude, neue Locations. Das wäre sowas von geil, wenn Rockstar Games das machen würde. Aber wie gesagt, man muss aufpassen, denn die Zeitspanne wäre viel zu hoch, ja, die wird viel zu hoch. Ich würde sagen, wenn sie das machen wollen, ja, dann sollten die in den 2000ern, 2010, wenn schon ankommen und nicht in 2020, 2030. Da muss Rockstar Games wirklich schon mal das überdenken, falls diese Leaks hier stimmen sollten. Zu allerletzt hat er noch geschrieben, die Aktionen in der Vergangenheit wird die Zukunft beeinflussen. Das ist auch eine Sache, die Rockstar Games auch in der Vergangenheit ziemlich oft gemacht hat. Zum Beispiel in GTA 4. Wenn ihr dort gewisse Entscheidungen trifft, werden Charaktere tot sein. Und ich würde mir das wünschen, zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine Freundin habt in GTA 6 und gewisse Entscheidungen trefft, dann wird diese Freundin in der Zukunft eventuell sterben, weil ihr die falschen Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen habt. Das wäre ziemlich geil und würde nochmal emotional viel mehr bieten, um gewisse Beziehungen zu den Charakteren aufzubauen. Und ich denke auch, dass Rockstar Games sowas machen wird. Das machen momentan sehr viele Spiele, dass gewisse Entscheidungen die Zukunft beeinflussen. Es macht einfach nochmal einen besseren Touch, wenn das im Spiel so integriert ist. Und ich denke auch, wie gesagt, Rockstar Games wird das genauso einbauen. Ich bin auf jeden Fall von eurer Meinung gespannt, was ihr dazu sagt. Würdet ihr es feiern, wenn das so sein wird? Ja, wenn der Charakter älter wird, wenn es zwei Epochen geben würde, die Map sich verändern würde? Ich persönlich schon, nur ich weiß halt nicht, ob es bei dem Charakter Sinn macht, ob das so geil wird, wenn er wirklich am Ende der Story so alt sein wird. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.